Hallo und willkommen zum Leafbook Live Kommentar und dem Tutorial. Es geht also um diese Synonymphrasen im Tutorial. Damit wird einem ermöglicht, ein und denselben Befehl mit unterschiedlichen Phrasen zu triggern. Ich laufe das so ab, dass man also nicht mehr schlecht weiß, was hier ist. So, jetzt starten wir erstmal mit euch. Das ist hier auf dem Tooltip. Das heißt, von jeder Phrase hier eine neue Synonymgruppe erzeugt. Ich frage mich, ob ich das nicht will. Da sieht man, dass all die Phrasen hier funktionieren. Jetzt dasselbe, das sind wir da auch. So, wenn ich jetzt einen auswähle, zeigt er mir, welche anderen Phrasen, Möglichkeiten ich bis jetzt habe, welche anderen Elemente in der Gruppe dagegen ausgetauscht werden, wenn er den obersten findet. Topmost only, der oberste. Nur der oberste wird gesucht werden, bedeutet das, dass er das gecheckt ist. Wenn ich den ausmache, würde er alle Elemente hier drin suchen. Und wenn eins gefunden wird in der Befehlsliste, das kann auch ein einzelnes Wort sein, also ein Teil von einer Form sein. Wenn eins gefunden wird, dann wird es ausgetauscht gegen alle anderen Elemente in der Gruppe. Dafür sind die Synonymgruppen. Okay, und lassen wir das gefangen. Nur das oberste wird gesucht. Jetzt sage ich mal, ich möchte stattdessen noch sagen, das wird ich erstmal kurz gleich mit dem Chip. To fire when ready. Soll ich noch sagen? Er würde jetzt den obersten suchen. Ich mache jetzt mal runter, dann mache ich das mal runter, mal alle an. So, hier erscheint nicht die ganze Kommando, das sieht auch nicht dort sein. Aber ob das nicht Künstler oder doch nur das ist, haben wir vorhin schon gesprochen. So. Wenn ich jetzt, also, er sucht ja nur nach dem obersten. Er muss also hier oben als erstes stehen, dass wir ja doch gleich was passiert, zack. Dann hat er ihn gefunden und ausgetauscht, in der Phrase ausgetauscht, gegen die anderen. Das verweist die gesamte Phrase, dass hier ein Wort gewesen wäre, würde nur das Wort ausgetauscht werden. Zeige ich auch gleich. So, jetzt könnte ich also diesen einen Befehl hier mit der Ausgabe W4, würde dabei rauskommen, Plain Text Command, kann ich auch jetzt starten mit diesen Phrasen. Also ich habe jetzt drei Möglichkeiten, drei Sätze, die ich jetzt Mikrofon sagen kann, diese drei Wortketten. Um diese Befehle zu triggern. Dafür gibt es einen Code da, dass man eben einfach zu schaffen, ohne dass man Befehle kopieren muss. Und man hat eben auch den Vorteil, dass sich, wenn sich der Befehl ändern sollte oder die Action, dass man doch über einer Stelle das ändern muss. Nicht bei allen Befehlen. Okay. Zum Beispiel. Und ansonsten ist es für immer wichtig, aber man das wegschreiben kann, wenn es gar nicht. Wenn man jetzt die Befehlsliste indikiert, dann möchte man die Volumen, die sich mitgeben. Das ist ja immer hier an die. Okay. Jetzt habe ich zum Beispiel, das ist hier für Flugsimulator und mit Two würde ich jetzt irgendwie meinen Wingman adressieren. Okay. Jetzt möchte ich zum Beispiel auch Wingman sagen können. Ich würde also eine neue Gruppe kreieren, bestehen erstmal aus Team. Und dann würde ich hinzuwerfen Wingman. Okay, muss ich das mal gucken. Hier sind sie alle ausgetauscht worden. Ich kann jetzt also stattdessen immer Wingman aufsagen, da hat es nur 5 Stück. Sie hätte nur das eine Wort ausgetauscht. Dann können wir noch weitergehen. Vielleicht hat er noch ein spezielles Code-Sound oder Namen. Manchmal Peter, auch manchmal ist es vielleicht Fuzzy. Code-Sound und manchmal auch irgendwie Quatsch. Und da haben wir auch Fuzzy. Alright, so zum Beispiel. Das würde jetzt also eine künstliche Mitglieder über das Programm ansteuern. Und über diese Menüpunkte, da würde man über W von einem Menü zum nächsten kommen und dann werden wir mit einer Taste auswählen, welchen Unterpunkt wir den Menü anstehen. Und statt das also zu machen, kann man jetzt also direkt wie ein echter Pilot das Mikrofon anstellen. Das ist das Ziel. Man hat also jetzt auch noch die Möglichkeit, anstatt stundenlang ein und denselben Befehl zu wiederholen, to rejoin, muss man vielleicht in einer Mission 20, 30 Mal rufen, kann man jetzt wenigstens den auch anders titulieren. Das ist aber immer noch ein bisschen weniger. Suchen wir uns mal, wie ich rejoin das ist. Und jetzt sage ich mal, möchte ich auch sagen können, to join up. Oder to
Sohn vor Menschen. So, man muss das dann schon ganz lustig, als wir das Tun doch immer umschieben, wenn das auch hier passiert. Dann soll ich das jetzt einen ganzen Haufen Möglichkeiten. Wenn ich irgendwo drauf klicke, bekomme ich die Probe, in dem es eigentlich geht. Die Synonyme werden immer unter Rot angezeigt. Also man sucht immer den echten Schild dafür. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, auch Placeholder innerhalb von Synonymen zu verwenden. Zum Beispiel möchte ich vielleicht den Tanker beim ersten, bei der ersten Gegner drin. Tanker in der Luft. Vor dem Auftakt beim ersten Kontakt möchte ich überhaupt den Synonymen ganz anders ansprechen. Sagen wir nicht mehr. Also kurz miteinander. Dass man die Anzeige jetzt aussieht, Synonyme und Variablen zusammen. Das wird die Cohort sein, der Tanker ist im Moment Captain, vielleicht ist es dann Tactical, der nächste Flug, mein anderes Cohort erinnert sich vielleicht zu Python, oder mit Python 1 dann. Ich würde also sagen, Tactical, Python 1, Request Queue. So, das ist immer noch ein bisschen unruhig, ich möchte vielleicht auch so ein Greedy einstellen können. Würde ich also hier oben zum Beispiel eine neue Gruppe kreieren mit Tanker. Wie ich gerade gesagt habe, kommt also hier, das ist ein Placeholder. Kann ich hier auch Placeholder verwenden. Also diese Gruppe. So. So, was passiert gerade? Hier haben wir es schon. Ich kann ihn also plötzlich auch Textur Gruppe, Python 1, Request Fuel sein. Das ist doch schon mal sehr. So, die anderen Befehle sind aber hier auch wieder mit Tooltips ausgestattet, damit ich mich informieren kann. So, jetzt wollte ich nochmal eine andere Sache ansprechen, nämlich dass diese Synonyme werden rekursiv erzeugt. Das heißt, wenn hier ein erstes Synonym erzeugt, quasi Attack My Target. Guckt er, bevor er das überhaupt hier einsetzt, und ich finde das als Synonym mit den Klammern, guckt er erstmal nochmal nach, hoffentlich. Irgendwas, was er gerade ausgetauscht hat, wieder gesucht wird. Rekursiv wird er wieder durch die gesamte Liste. Wenn jetzt zum Beispiel das Wort mal auch noch gebrochen werden würde, kann es ja hier machen. Also suche mal. Und dazu. Mal. Und was haben wir dann? Plötzlich haben wir nochmal und nochmal selected. Was kann unter Umständen mal passieren, dass hier als zweites Element etwas steht, was wieder zurückführt zum ersten Element. So, wenn das rekursiv läuft, schickt er es immer wieder, immer wieder. Und nee, das geht noch gut. Normalerweise wird es dann dadurch unterbunden, dass wir Top-Notes ohne gestellt haben. Das könnte passieren, dann würde er noch 100 Mal anzeigen, dass irgendwie das sehr viele Menschen schon hat. Dann würde man OK klicken und dann würde er schon weiter machen. Bei 509 Synonymen würde erstmal abbrechen, die ersten 100 zeigen. Da würde ich dann sehen, dass sich das immer weiter vergrößert und vergrößert und nachher verändert wird. Und würde auch wahrscheinlich gut erkennen können, woran es denn liegt, welche Befehle da sich selbst in der Wiederholung bricht, welcher Preis da läuft und welche Synonymen das andere wird. Da würde ich dann entsprechend wahrscheinlich dann Top-Notes ohne die Auswirkungen müssen, ohne die beiden Gruppen zusammengeben müssen. Das ist erstmal das Ziel. Okay? Das wollte ich nochmal erwähnt haben, dass er doch eine Sicherheit angebaut hat. Grundsätzlich geht er durch und guckt nach, ob es mit den ganzen anderen Synonymen und welche Namen oder das Vorkommen ist, auch zu schützen. Das ist wirklich in die Tiefe. Wenn er jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt einfach mal hier einmal zum Beispiel hier oben ein neues Befehl kreieren. One. Okay, ich bin jetzt dran. Ich bin jetzt dran, zum Beispiel. So, jetzt hätte ich zum Beispiel hier eine Synonymgruppe mit One, Two, Three, Four.
Punkt, der Vorsicht dabei, nach dem Aktiv, Vorsicht. Okay, ich mache mir den erstmal weg hier. Das ist jetzt nicht das. Eine andere Sache ist, dass er unterwindet. Wenn ich sowas habe, dann kreiert er mir also bei der Rekordierung, die man sofort liest hier. 1234 oder unser Original Command 1.1.10. Er schnippt, also jeden. Und erzeugt mir also wirklich alle 16. Permutation, 16 Permutationen davon, okay? Man sieht dann sehr schön, dass er nicht mehr steckt. So, das war jetzt ein Beispiel, wenn der mit Hallen los wird. So. Nochmal grundsätzlich, wenn man editiert, sollte man eigentlich dann nicht ausschalten und dann her und ausschalten. Das ist ja nicht so wichtig, aber. Doch, ich denke schon, insbesondere in Multi-Edit, wenn man sucht, insbesondere nach Phrasen und danach nach Modify sagt, dann kann es schon passieren, dass irgendwo anders in der Command, dass der zufällig irgendwie gerade unter das eingeschaltet ist. Ja, das hatte ich ja. Dass man dann irgendwie das Problem hat, dass er dann Sachen auswählt, die man nicht braucht. Weil irgendwie so ein Placeholder eingesetzt wird. Und ich glaube, dass ich dadurch die Phrase gucken und eine Phrase hingefunden wird, die ich nicht eigentlich mehr so unterliegen kann. Also, wenn man noch editiert, insbesondere Multi-Edit, dann bitte darauf achten, dass wir nur Variable Transcript-Text gewählt werden. Das ist aber grundsätzlich, man kann nicht mal Backup. Ich finde das mit einem Backup. Das geht viel besser. So, doch, dann wieder ein Kurslieder für deine Stimme. Mal dann gucken. Wir nehmen noch mehr und mehr. Und jetzt noch die Farbe ändert sich. Ich kann also sehr gut sehen, ob es hier top noch drin ist. Sollte schön grün sein, also das ist immer ein Vorteil. Außerdem sieht man gleich, wonach gesucht wird. Wenn ich das alles mache, weiß ich nicht, was da hinten noch alles gibt. Ich denke, es geht hin. So, Schlusspunkt.